Ja, der Oliver und ich, die Annika, wir stehen hier vor der Hochschule der Medien und hinter uns geht's schon richtig ab. Es ist nämlich die Kükenparty, die heute stattfindet. Die Schlange, naja, die ist jetzt ein bisschen weniger, vorhin war es ein bisschen mehr, aber das wird ein richtiger Spaß. Und wir gehen jetzt mal rüber und stellen den Leuten ein paar Fragen dazu. Ist rot die Jacke des Fuckboys dieses Jahr? Nein! Wie bitte? Nein, wie viel das Bier ist denn da schon? Das ist tatsächlich erst mein zweites. Das zweite erst. Also der Abend ist jung, da kann man halt schon mal beim zweiten Bier sein. Also. Hilfs! Da habe ich aber einen deine Mutter-Spruch. Und zwar, deine Mutter geht jede Woche in den Wald, um Pilze zu suchen. Ha! Ja, ich habe die Pointe vergessen, ne? Peinlich. Welt! Hallo und herzlich willkommen bei Stufe TV. Wir sind hier bei der Kükennacht. Was studierst du? Wirtschaftsingenieurwesen Medien. Warst du nicht letztes Semester auch schon hier? Ich war letztes Semester hier und habe gesagt, dass ich Mathe nicht bestehe und ich habe Mathe bestanden. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Richtig geil! Woo! Night's gonna be a good, good night. Ja, das ist cool. Ich verstehe zwar nichts, aber es ist trotzdem nice. Deine Dance-Moves, die sind ja richtig fein. Crack. Du siehst aus wie Elias Mbarek. Nö, kein bisschen. Noch viele Menschen gelaufen, die aus dem Weg. Ja, alle sehen aus wie du manchmal, ja. Gell? Ja, schon. Jeder Mensch sieht aus wie ich. Wie viele Bier hast du schon getrunken? Zu viel, aber nicht genug. Zu viel, aber nicht genug. Okay. Kann ich deine Matrikelnummer haben? 3. Ey, darf ich deine Matrikelnummer haben? It's getting hot in here! That was too fast. Oh, du warst letztes Semester schon hier. Bist du Alligator? Kannst du für uns was freestylen? Nee, du? Leider nein, aber ich. Irgendwie, du hast schon gewisse Ähnlichkeiten, oder? Nee, du? Ja, schon. Und da ist unser Küken. Was geht bei dir? Möchtest du uns was sagen? Da drüben können wir jetzt gleich die Karaoke-Sänger betrachten, die auf YouTube die Songtexte trällern. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Vielen Dank für diese Gesangseinlage. Remember to let her into your heart. Jetzt ist dein Part. Na 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 na. Na 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 na. Ich hab's nicht so mit dem Taktgefühl. Warte, wie gut ist das Mikrofon? Eigentlich sehr gut. Also ihr kriegt das auf das Video. War der Würstchenverkauf befriedigend heute? Sehr befriedigend, definitiv. Ihr habt ja aber echt lange Würstchen gehabt, habe ich gesehen. Wollt ihr beiden heute Abend zusammen knutschen? Wer ist wir? Bitte. Hattet ihr das was vor? Hat sie geantwortet? Sie war, also sie wusste es noch nicht genau. Ja. Aber du hättest auf jeden Fall Bock, oder? Kein Kommentar. Kannibalen-Elegie. Oh Süße, deren Lebenslicht erloschen. Ja. Ich bin gut gelaunt und die Stimmung ist geil. Also ich muss echt sagen, die HDM ist die geilste Hochschule, in der ich je war. Ich war auch bis jetzt nur an der HDM, also von dem her gibt es keine Challenge, aber ist gut. Follow me. Ich glaube, du hast was zu sagen für die Kamera. Komm, sag's uns allen, wir wollen es wissen. Ja, ich find's scheiße, dass ich reinkomme. Bisschen doof. Oh fuck, dafür habe ich jetzt leider keine Lösung. Ecke mit einem Kampfgewicht von 120.000 Kilo haben wir. Dass hier ein auf Bergheim gemacht wird
und wir ganz neulich reinkommen, stimmt mir zu, ist doch scheiße, Alter. HDM macht einen auf, wer kann, jetzt wissen wir Bescheid. Nee, wie ist dein Name? Finderlohn, check mein Soundcloud, Bruder. Ich brauche irgendwas Lustiges. Sind eure Eltern Geschwister? Das weiß ich nicht. Wie viele Bier hast du schon getrunken? Noch keins, nur Wein. Hast du schon Pläne für danach? Weil um 11 Uhr ist es ja schon wieder vorbei. Ach so, ja, auf jeden Fall. Wir gehen in die Schräglage noch. Auf jeden Fall mit meinem Kollegen Enes. Auf jeden Fall, das ist mega cool dort. Möchtest du jemanden grüßen? Auf jeden Fall alle Leute, die mich jetzt sehen. Ich liebe euch. Ein halbes Herz, ein ganzes Herz. Seid ihr von Stufe? Wir sind von Stufe. Wie fandest du die Kükennacht? Ah, dieses Jahr... Okay. Hat er nicht gemacht. Den schnappen wir uns noch. Was war das für ein netter Kommentar gerade? Haben Sie noch etwas Alternatives dazu beizutragen? Bitteschön. Ja, und zwar muss genau wissen, dass man einen Werberat, den muss man würdigen. Und an denjenigen, die da zuschauen, die Papst werden wollen, seid einfach euch selbst. Entwickelt euch selbst als Mensch. Und wenn ihr so ein Papst wie ich oder Simon oder Ludwig oder Basti werden wollt, ihr seid dran, Leute. Ihr seid dran, ja, erst dies, ihr seid dran, bleibt geil, aber steckt euch fucking in die Materie ran und am Ende könnt ihr eventuell Papst werden. Was ist das? Für Stufe TV. Ja, die Kükennacht. Okay. Freust du dich, wirst du das Video anschauen? Die Frage ist ja, ob ich überhaupt im Video appearen werde. Delfine sind schwule Haie! Hat er nicht gesagt. Habt ihr jetzt noch Pläne? Ja! Ins Womo? In die Womo oder in die Wuba? Wuba! Genau! Genau das wollte ich hören. Das ist der Treffpunkt für alle Alkoholiker. Die Bilanz für die Security heute. Gut. Gab keine Verletzte, nur eine leicht Verletzte. Komm, gib mir noch ein Wort zum Sonntag. Wort zum Sonntag! Juhu! Wie ihr jetzt mitbekommen habt, war das ja die Superknaller-Party ever. Und wir hoffen, ihr habt jetzt auch richtig Lust auf die nächste Kükennacht im Wintersemester 2019, oder? Natürlich, auf jeden Fall. Besser geht's nicht. Also dann, bis bald. Ciao.